Hallo AC-Freunde und willkommen zur nächsten Episode von Waxos RC TV. Heute geht es wieder um den Traxxas Max / 6S. Au! Ich habe etwas an ihm herumgetüftelt, weil das ein oder andere Setup an dem Fahrzeug nicht gemacht ist, wenn ihr das aus dem Karton rauszieht. Da geht es ganz speziell heute auch um die Dämpfer. Und ich habe mir das mal ein bisschen aus der Nähe angeguckt, weil ich habe jetzt dann doch schon so 3-4 Akkus mit dem Fahrzeug runter, war beim Bashen draußen beim Fahren gewesen. Springen ist tatsächlich noch etwas, das habe ich mit dem ein bisschen ausgelassen bis hierher. Wir haben Speedrun gemacht und ich war jetzt dann auch noch mal draußen auf einer Fahrsession, da wo mir noch das ein oder andere aufgefallen ist. Plus, dass wir ja die Teile von JS Parts eingebaut haben. Grüße gehen raus an den Jonas. Da sind auch noch weitestgehend alle Teile am Fahrzeug dran. Ich werde euch aber natürlich heute ein kleines Update geben, wo es dann Probleme gab, aber das ist tatsächlich noch etwas mit Vorsicht zu genießen, weil diese Teile waren ja reine Prototypen für meine Sache. So, an der Stelle hat aber der Jonas mir nochmal Teile mit an die Hand gegeben, die ich heute euch im Video zeigen soll. Das werde ich natürlich ganz brav machen und wir werden dann auch noch ein paar Fahrszenen von meinem letzten Ausflug anschauen, wo ich das neue Dämpfer-Setup auch schon in der Praxis getestet habe. Das heißt, Freunde, wir haben halt ganz, ganz viel, was wir zum Max/ miteinander verarbeiten müssen. Deswegen halte ich euch gar nicht lang auf und sage, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Viel Spaß beim Video. So, AC-Freunde, da haben wir den Max/ auch schon vor uns auf dem Tisch. Ha, so, da haben wir den Satz mal wieder rausgehauen. Ich habe es ja schon fast verlernt. Also, Freunde, ich hatte jetzt ein bisschen eine Auszeit, bedingt durch die Pfingstferien, ein bisschen was mit der Familie gemacht. Ihr wisst ja, es gibt immer mal noch so Verpflichtungen im Leben, denen muss man nachkommen. Da gehört beispielsweise eine Frau und Kinder mit dazu. Und ja, deswegen war es auch ein bisschen ruhiger die letzte Woche. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr hattet schöne Pfingstfeiertage und seid trotzdem in irgendeiner Form auf euren YouTube-Content gekommen. Auch wenn es hier auf dem Kanal ein bisschen ruhiger war. Aber ja, geht jetzt wieder weiter. Und ich komme nicht mit leeren Händen, sondern ich habe euch natürlich gleich mal Informationen mitgebracht. Und zwar, wir haben ja zuletzt den Max/ hier auf dem Kanal angeschaut und wir haben die Teile eingebaut vom Jonas. Ich habe ja dann nochmal einen, ich sage jetzt mal, dieses Artfully Reparaturkit mit Kleber und Gewebeband, zeige ich euch jetzt nachher nochmal kurz aus der Nähe, umgesetzt in den Max/. Und tatsächlich gibt es dazu auch schon eine sehr positive Erkenntnis, die teile ich mit euch gleich, weil wir hatten ja, wie es dann auch im Titel schon angekündigt war, bei der Testfahrt einen kleinen Crash. Ja, einen kleinen Crash. Der sah da auch schlimmer aus, wie er war. Au. Auch wenn die Bilder jetzt natürlich schockierend waren für euch, er war nicht ganz so tragisch. So, aber um mal ganz auf die Situation einzugehen, das ist natürlich so ein Thema, das habe ich auch schon in dem ein oder anderen Video öfters angesprochen, warum ich beispielsweise beim Speedrun raus auf dieses größere Areal gehe, wo ich wirklich nicht nur die Straßenbreite habe, ja, weil man kann wirklich so gut fahren, wie man sich es auch einbildet und dann man hat, also mein Fahrfehler in diesem Crash war definitiv der, dass ich aus der Blickrichtung an mir vorbeigefahren bin. So, jetzt habe ich die Spur ein bisschen verlassen, bin gegen diesen Absperrpoller da gedonnert. Ja, aber was wäre gewesen in der Zeit, wo ich jetzt da den Blick gewechselt hätte, wäre jetzt beispielsweise im PKW gekommen. Ne? Also deswegen auch dort, das war mal wieder, da habe ich mich auch wieder verleiten lassen, dass wir da ein bisschen auf der Straße draußen heizen, aber am Ende des Tages war es mein eigenes Verschulden. So, und genau, ich würde jetzt mal dahingehend mit euch einsteigen, mal kurz den Content so zu eröffnen, dass ich euch die Karo von innen zeige. Und zwar hat sich diese so verändert, dass wir jetzt hier von Artfully das Gewebeklebeband drin haben, wie ihr sehen könnt, als Verstärkung, als Schutz, damit die Karosserie nicht so schnell kaputt geht. Und Freunde, ich sag euch, macht das, weil das bringt was. So, zieht euch jetzt mal die Dulle rein. Und zwar, das ist eine Dulle gewesen, die hat sich ja richtig eingepresst. Da kriegt ihr jetzt gleich nochmal eine Szene gleich dazu. Au! Nein, war aber die Karo. Das ist das Gute an dem guten Unbreakable Reparaturkit von Artfully. So, Karo fast wieder ganz. Müssen wir vielleicht daheim noch mit Wärme ein bisschen nacharbeiten. Aber es war ja auch ein Ditcher. Verdammt. Irgendwas kaputt? Ne? Doch. Das hat sich richtig eingepresst durch diesen Schlag. Also es war richtig durchgedrückt. Dadurch, dass ich aber die Karosserie an der Stelle schon mit dem Gewebeband versehen habe. Ne? Ich hole mal hier das Licht rein. So, beziehungsweise ich zeige euch das jetzt mal hier so aus der Nähe mit einer Taschenlampe. Ha! So, schaut's mal her. Und zwar da seht ihr,
Das sind jetzt die, man sieht natürlich, dass da eine Verformung stattgefunden hat, aber nichtsdestotrotz ist die Karo noch im Großen und Ganzen heile geblieben. Und wenn ihr mal schaut, die Karo war auch schon komplett mit Matsch und Dreck eingesaut und ich habe die tatsächlich draußen in der Waschbox für PKWs mit dem Dampfstrahler ausgeschossen, ja, und das Material, sprich dieses Gewebeband inklusive dem Kleber von Artfully, befindet sich immer noch in der Karo drin. Das ist sensationell, Freunde. Das musste ich mit euch geteilt haben. Das heißt auch, wenn ihr dort wie ich beispielsweise das gemacht habt, braucht ihr keine Angst haben, da dann vielleicht mal mit einem Hochdruckreiniger das Ganze auszubürsten. Das wird euch nicht die Arbeit verhunzen. Ne? Und dadurch, dass ich den Kleber schon drin hat, hat es hier zwar was eingedrückt, aber wir sind noch ein bisschen stabil in der Optik. Das heißt, wir haben jetzt hier zwar eine schöne Dulle, der uns immer wieder an diesen Crash erinnert. Aber nichtsdestotrotz kann ich die Karosserie ja noch bedenkenlos weiterfahren und noch ein paar mehr Macken sammeln. So, damit wir dann bei der Karosserie auch noch einen sauberen Abschluss finden, was ich euch heute zeigen wollte, und zwar habe ich dort in Himmelsee ein Fähnchen eingekauft. Und zwar so ein schönes Fähnchen. Guckt es euch an, M-Line JS Parts, TK Parts drauf in der Werbung. Und dieses Fähnchen, das hat da so einen TPU-gedruckten Halter. Ja, das habe ich hier hinten in die Mitte reingemacht. Unter den Mittelfinger, direkt unter den Driftquad-Aufkleber, direkt unter den Waxer RC-TV-Aufkleber. Also wisst ihr Bescheid. Und dann kann man hergehen und steckt dieses Fähnchen dort rein. So. Was aber mir jetzt nicht gesagt wurde, dass hier an der Seite von dem Halter, dass dort bereits so kleine Löcher drin sind. Und die kleinen Löcher, die habe ich jetzt mal so ein bisschen für mich interpretiert, und habe dort einfach mit einem Handbohrer ein Loch durchgebohrt und kann jetzt mit einem Splint das Fähnchen versichern, wenn ich möchte. So, dass ich es dann einfach auch nicht verliere. Auf der anderen Seite, dann beim Saubermachen, wie beim normalen Auto auch, Fähnchen raus, Pin rein, dann verliert man das nämlich nicht. Auf die Seite legen, abspritzen, Thema erledigt. Ja? Also das ist da wirklich eine sehr, sehr einfache Angelegenheit. Und ansonsten, mei, die handelsüblichen Dullen, die dann schon drin waren von der ersten Ausfahrt. Ich habe noch ein bisschen meine Dachskizz verrubbelt, aber an der Stelle dafür sind sie da. Und ja, was dann leider nicht so erfreulich war, ich habe es euch ja gezeigt, und zwar hat mir der Jonas Prototypen gemacht. Und zwar diese wunderschönen Prototypen, diese Honeycomb-roten Teile, also diese roten Teile mit dem schwarzen Honeycomb. Und dadurch, dass die aus PLA gedruckt waren, also sprich kein Flex-Material, hatte ich dort leider relativ schnell einen Crash und dann war es aus. Und zwar ist dann Folgendes passiert, das hat hier hinten im Prinzip das Futter der Schraube ausgeschlagen und somit war das Thema leider erledigt, sodass ich diese Teile jetzt aktuell heute nicht mehr am Max/Lash fahre. Der Jonas ist aber dran, dass die aus Flex-Material kommen und dann wird uns sowas nicht mehr passieren. So, das heißt, wir haben jetzt über das neue Fähnchen gesprochen. Ich habe euch gezeigt, dass das Artfully Reparaturkit da definitiv was bringt. Ich kann es euch nur empfehlen, macht das. Ich werde das jetzt auch an anderen Karosserien nacharbeiten, die da auch vielleicht schon eine Macke haben, weil dadurch kann man wirklich die Karo etwas haltbarer machen und zwar für eine sehr, sehr lange Zeit. Das freut mich. Und ja, die Karos nachzukaufen ist ja nicht billig. Deswegen mein Tipp, Artfully Reparaturkleber mit dem Gewebeklebeband rein und dann habt ihr da sehr, sehr lange Ruhe und ihr müsst nicht diese Shubu-Prozedur machen. Der Artfully-Kleber härtet binnen 24 Stunden aus, hat auch etwas Geruch. Da würde ich euch auch empfehlen, die Karosserie dann eben für die Aushärtezeit beispielsweise in der Garage zu legen, also in einer irgendwo belüfteteren Area, wie jetzt beispielsweise eure Wohnung oder eben dem Keller. So. Der Jonas hat mir Teile zugesendet und zwar gibt es da auch bei ihm im Shop in der Kategorie Max Slash und wir haben so ziemlich fast alles am Fahrzeug dran, was der Jonas da auch im Shop für das Fahrzeug anbietet. Er hat jetzt aber nochmal nachgelegt und zwar bekommt ihr unter der Artikelnummer MFI 0023 bei jsparts.shop neu diese Seitenbegrenzer, das heißt die Teile hier, die im Prinzip den Abschluss an der Seite machen und die hat der Jonas dort in zwei Längen fertigen lassen und zwar einmal in kurz, die da trotzdem etwas länger sind wie das Original. Es gibt aber dann auch noch die lange Variante, die da wirklich über die komplette Seite der Karosserie gehen. Also die dann wirklich die Karosserie bis vorne hin schützen. Ich denke, das wird auch nachher mein Tuning-Teil der Wahl sein. Das werde ich dann mal verschrauben. Und ja, das seht ihr dann spätestens im nächsten Video. So, was der Jonas jetzt auch noch ergänzend zu den Teilen gemacht hat, was wir eben noch nicht gesehen haben und für euch hier nochmal die Info kurz geteilt, die langen Brace, die langen Seitenteile, die sind dort mit MFI 0022 deklariert, die kurzen mit MFI 0023 und dann hat MFI noch eine 0024 herausgebracht und zwar haben wir dort einen sogenannten Heckspoiler, den ich noch A installieren muss, B tatsächlich gar nicht weiß, ob ich den überhaupt installieren will, weil der macht mir hier hinten mein JS-Parts-Logo zu. So, finde ich nicht so cool. Jonas, nur dass du es weißt. So, schaut's doch.
Ich meine, da sind Spacer mit drin. Ja? Ihr bekommt zu dem Spoiler auf jeden Fall Spacer mit dazu. Und die kann man unten absetzen und dann hängt hier so der Spoiler drauf. Ja, ich denke, vielleicht mal eventuell, keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Ich muss es ehrlich sagen, ich weiß es noch nicht. Ich mag hier hinten diesen Abschluss auch mit JS. Dadurch, dass ich dann auch das Fähnchen da hinten habe, ich vermisse jetzt rein optisch da keinen Spoiler. Er könnte aber natürlich der Sache im Fahren noch ein bisschen entgegenkommen. Deswegen, ich sage jetzt, ich lasse das mal noch als offenes Los liegen. Nichtsdestotrotz, vielen Dank, Jonas, dass du mir die Teile hast zukommen lassen. Und somit konnte ich sie euch heute auch im Video zeigen. Der Max Slash kommt da aus dem Karton rausgehüpft und ich habe deswegen jetzt auch gleich mal die Chassisansicht gewählt und ist dort vom Setup her komplett anders aufgestellt, wie er jetzt vor uns auf dem Tisch steht. Und zwar, ich zeige es euch jetzt hier einfach mal anhand dieser Position, das Fahrzeug liegt extrem niedrig. Der Max Slash hat da 4 gleich lange Dämpfer am Fahrzeug verbaut. Da hat man jetzt nicht, sage ich mal, hinten längere wie vorne oder ähnliches, sondern er hat erstmal 4 gleich lange Dämpfer. Das ist super, ja. Was mich aber tatsächlich an dem Fahrzeug etwas stört, ist, dass die Feder, die Traxxas dort eingebaut hat, RTR, nicht ganz so optimal zum Dämpfer gewählt war. Ja? Natürlich müssen wir, wenn wir die Rändelmotor runterdrehen oder die Stellschraube runterdrehen, da ein bisschen was einsparen an der Feder, am Federplatz. Aber wenn ihr jetzt nicht diese Spacer drin habt, und ihr seht es ja an dem, wo jetzt auch trotz dem Spacer noch was drin ist, die Feder ist da sehr, sehr locker, weil einfach immer noch 4-5 mm Differenz da sind, zu dem, als dass die Federung schon auf Spannung geht und Kontakt hat oben mit der Stellschraube. So, das heißt, viele nehmen das Fahrzeug raus aus dem Karton, haben die Stellschrauben ganz, ganz oben stehen, gehen raus zum Fahren und das Ding schleift schon am Boden. Ja, also ich habe es ja wirklich selber erlebt, auf Asphalt geht es gerade so, aber wenn ihr beispielsweise auf einen kiesigen Weg geht, da wird es dann wirklich gruselig, weil ihr schleift unten schon mit der Wheelie Bar auf dem Weg, ja. Und ja, das Chassis hat da auch meiner Meinung nach zu viel Bodenkontakt, beziehungsweise mehr Bodenkontakt, wie es eigentlich haben sollte. So, wir haben ein Kunststoffwandenchassis, das ist an der Stelle nicht teuer. Wir werden die ganze Chassiswanne, glaube ich, für roundabout 40 oder 50 Euro kriegen. Dann ist die auch wieder schnell getauscht. Hat hier auch schon viele, viele Macken jetzt von kleinen Steinen gesehen. Auf das wollte ich aber nicht hinaus. So, heißt Dämpfer-Setup. Ich werde euch gleich sagen, was ich dafür gemacht habe. Da gibt es einen relativ easy Fix. Den kriegt man da ganz, ganz schnell hin. So, jetzt kommt ein Thema Nummer 2 und zwar ist es die Funke. Und zwar zeige ich euch jetzt hier die nicht mitgelieferte Funke, weil die steht gerade da drüben. Ich an der Stelle bin jetzt hergegangen und habe für den letzten Test von den Bildern, die ihr jetzt nachher seht, mal auf eine Apsima CA4T umgebaut. Und Freunde, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das macht richtig Spaß, ja. Bei der Traxxas Originalfunke hat man oft das Momentum, dass man am Gas zieht und einfach auf diesen ersten 2 bis 5 mm irgendwie recht wenig bis gar nichts passiert und dann auf einmal prescht die Karre los. Es wäre jetzt nochmal zu überlegen, ob man nicht eventuell über das Traxxas Link und die App vielleicht dort nochmal an der Feinfühligkeit vom ESC mit dem Punch etc. pp. Ein bisschen was spielen kann. Exponential, keine Ahnung, muss ich mir mal noch angucken. Ich habe jetzt, wie gesagt, den einfachen Weg erstmal gewählt, eine Apsima-Funke zu binden. Warum Apsima? Thema ist folgendes, und zwar, ich habe es auch versucht mit meiner Futaba. Futaba möchte aber mit Traxxas nicht so harmonisieren. Und zwar harmonieren, Entschuldigung. Ihr baut den Empfänger von Futaba beispielsweise ein und der Regler sagt erstmal nö. Was ihr machen müsst, ihr müsst dann nachher in einem aufwendigen Blinklichtprozess den Regler neu anlernen mit Gas, Bremse und neutral. Dann könnt ihr das Ganze auch mit einer Futaba-Funke fahren. Ja, dann würde das gehen. Ich habe aber dann den Weg gewählt, erstmal jetzt mit meiner Apsima zu gehen, hatte auch Empfänger übrig. So. Was jetzt aber für einen Beigeschmack entstanden ist, woran ich anfangs nicht dachte und was mir jetzt beim Fahren erst auffiel, ist der simple Fakt, dass ja die mitgelieferte Funke von Traxxas ein TSM hat. So, TSM steht bei Traxxas für Traxxas Stability Management. Bedeutet, wir haben dort unsere sogenannte Gyro-ähnliche Funktion, die ja dafür sorgt, dass das Fahrzeug wirklich rennstabil bleibt und dadurch, dass der Max Slash ja auch mit 100 km/h durchs Gelände fetzt oder über die Straße, ist so ein TSM an der einen oder anderen Stelle vielleicht gar nicht so falsch. Ja? Und dem einen oder anderen Fahrer draußen im Feld tut so ein TSM auch richtig gut. Und ich persönlich musste jetzt feststellen, und deswegen seht ihr auch in den nachfolgenden Szenen jetzt gleich, das ein oder andere Mal verziehe ich den Powerslide. Ja? Ich bin da immer relativ viel mit dem Gas am Spielen, weil ich gehe im Powerslide, wenn ich jetzt voll durchdrücke, macht er halt einfach gleich einen Wirbelwind. Ja? Deswegen spiele ich immer ein bisschen mit dem Gas, das werdet ihr auch mitkriegen. Wenn. Ja? Passiert einfach, wenn ich dann driften gehen möchte mit so einem Ding Offroad. So, muss ja auch ein bisschen, ne, gucken, dass ich den Untergrund in Bewegung halte, in der Rotation mit den Reifen. Und beim Rennen gegen den Mojave 4S war es dann wirklich mit der CR4T wesentlich anspruchsvoller für mich zu fahren, wie jetzt beispielsweise mit der TQI mit TSM. Also dahingehend
kann ich jedem Traxxas Max Slash Besitzer auch nur einen Rat mit an die Hand geben. Wer sich überlegt, dort die Funke zu tauschen, beachtet, ihr werdet definitiv die Fahrhilfe verlieren. Die ist von vornherein an dem Fahrzeug aktiviert. Das heißt, wer als erstes mit der normalen Traxxas-Funke losfährt, der wird definitiv auch diese TSM-Unterstützung gewohnt sein. Und wenn der dann auf eine alternative Funke umsteigt, dann wird sich das Fahrverhalten erstmal drastisch verändern. Ja? Und leider nicht zum Positiven. Deswegen sage ich ja, also da tastet euch auch langsam vor. Ich bin jetzt gerade dabei, das Fahrzeug einfach mal ohne dieses TSM kennenzulernen. Und ich muss da wirklich sagen, das ist dann, ich sag mal so, ab 70 km/h wird es da auch wirklich echt crank. Also da kriege ich auch so ein bisschen, ich will es nicht sagen Schiss, aber so ein bisschen geht schon der Stift. Und da haben wir auch jetzt zum Beispiel, ja wie vorher gesehen, auch den Crash dann fabriziert, weil einfach das TSM, das Ausgleichen, der falsche Blickwinkel, ich sage jetzt mal die falsche Position von mir als Fahrer, auch nicht mit dem Blick auf das gesamte Feld, das war dann eigentlich die Situation. So, das heißt, lang geschwurbelt, Funke ist definitiv ein Thema, was ich finde bei Max Slash, aber es muss tatsächlich jeder für sich entscheiden, wie er den Weg nachher gehen will, ohne mit TSM oder sage ich mal dann einfach ohne TSM. Das muss man wirklich für sich entscheiden. Ich an der Stelle werde nochmal die RTR-Funke binden, weil mich das nochmal interessiert, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich sogar meine Crawler-Funke binden, weil ich habe ja da schon hier Alu-Steuerrad, da sind ein paar Sachen anders, was für mich diese TQI für meine Crawler schon sehr annehmbar gemacht hat. Jetzt mal gucken, vielleicht binde ich einfach mal die auf den Max Slash und probiere es dann einfach nochmal, beziehungsweise gehe dann mit dem Traxxas-Link rein. Und wenn ich da für euch ein paar Informationen habe, die da interessant sein könnten, teile ich sie euch dann im nächsten Video mit. So, ich würde sagen, dass wir dann heute auch mal noch fertig werden. Ihr guckt jetzt mal ganz kurz die Fahrszenen an vom neuen Fahrwerkssetup, was der Max Slash hat oder bekommen hat. Und danach erzähle ich euch, wie ihr dort hinkommt. Bis gleich. Warum biegst du so früh ab? Schon wieder. Ich hab's aber auch mit dem Baum. Nein! Aua.
So, Zielfreunde, und dann ist jetzt tatsächlich noch eine Sache rausgekommen und vielleicht ist es dem einen oder anderen sogar jetzt in den Fahrszenen aufgefallen, deswegen finde ich es jetzt gar nicht schlimm, dass ich es im vorigen Blog vergessen habe. Es gab nämlich noch einen dritten Punkt. Ich habe euch bis zwei erzählt, keinem ist aufgefallen, keiner hat was geschrieben. Punkt Nummer drei. Es gibt ein Thema mit der Lenkung und dafür, Freunde, habe ich tatsächlich momentan noch keine richtige Lösung gefunden, weil wir haben da ein ähnliches Szenario, wie es beispielsweise auch der Armor Mojave 4S hat. Deswegen können wir noch gar nicht so viel über den MagSlash schimpfen. Aber ihr betrachtet mal bitte hier an der Seite und zwar, ich nehme da einfach mal noch mal kurz meine Taschenlampe dazu. Der MagSlash hat ja hier unsere Lenkeinheit. Ja, ihr seht hier dieses Teil. So, ne? Da drin. Das heißt, hier haben wir zur Lenkung einen kleinen offenen Block auf beiden Seiten. So, und ihr hattet ja, wie gesagt, der ein oder andere hat es vielleicht gesehen, dass da mal die Lenkung irgendwann mal nicht mehr funktioniert hat. Und das, weil wir dann hier bei der Anlenkung vorne, wenn ihr dann hier mal reinguckt, wenn ihr da mal reinlinst, ja, ihr seht ja jetzt hier unten die Ackermannplatte, die querläuft, da war ein echt fetter Stein drin. Ja. Also das heißt, wer dann draußen beim Fahren unterwegs ist und dann merkt, oh, die Lenkung geht nur noch auf eine Seite und auf die andere nicht, da wird ziemlich wahrscheinlich in 99,9% der Fälle ein Stein hier vorne drin sein. Freunde, merkt ihr was? Es hat sich was verändert. Es ist viel mehr Licht im Spiel. Ich bin dein Vater, Luke. Nein, andere Baustelle. Genau, da geht es darum, Steine sind dann eventuell ein fetter, ein kleiner, wie auch immer, aber irgendwas ist dann vorne in der Lenkung drin und blockiert das Ganze. Ja, ich habe dann erst am Anfang gedacht, ich habe irgendwie ein Problem mit dem Servosaver, weil von der anderen Seite betrachtet, hat dann der Servosaver immer aufgemacht, um natürlich die Lenkung nicht zu zerstören. Und jetzt für euch dahingehend auch ein Hinweis für diejenigen, die bereits in dem MagSlash ein stärkeres Servo eingebaut haben, 45 Kilo aufwärts. Passt da auf. Na, wenn ihr da einen Stein drin habt und die Lenkung blockiert an der Stelle und ihr sagt so, aber jetzt lenken, ja, ich will nicht wissen, wem es das Plastikteil da schon zerrissen hat, in puncto Lenkarm oder dann eben auch Servosaver. Wie gesagt, ein Thema, weiß ich nicht, ob man das wegkriegt, weiß auch nicht, ob man das mit einem 3D-gedruckten Teil lösen kann, da bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt. Ich habe es auch schon bei dem ein oder anderen Denkerkopf mal platziert und jetzt mal gucken, was die Zeit dann so bringt. So, kommen wir auf das Dämpfer-Setup zum Sprechen, Freunde. Und zwar folgendes, ihr habt zwei Möglichkeiten, das Fahrzeug aus der Box aufzubauen und zwar für euren Anwendungsbereich, in dem ihr fahren möchtet. So, ich persönlich sage ja, ich beispielsweise möchte mit dem Ding ballern und weniger springen, deswegen habe ich das jetzt gewählte Setup drin, ja, das für euch relativ gleich aussieht. Es gab aber auch das Setup davor, wo ich hatte vom Jonas, das er mir gemacht hat, ich sage jetzt mal mit diesen Spacern. Ja, wir haben ja hier vorne auf den Dämpfern jetzt Spacer drin, die seht ihr hier in wunderschönem Rot. Hier, Moment. Oh, ich finde meine neue Taschenlampe so cool. So, ihr seht hier die Spacer, ja, die sitzen hier drauf, da, der rote. Und der ist an der Stelle so roundabout 12 mm, während es den auch noch in einer halben Größe gibt mit 8 mm. So, der Jonas hat mir die eingebaut im Umbauvideo und zwar 12 mm hinten, was im Prinzip auch den kompletten Gewindegang des Dämpfers ausmacht. Ja, das heißt also, ihr könnt auch mit der normalen Stellschraube die 12 mm runterdrehen. Ja, das heißt, ich stande hinten etwas höher wie vorne. Und das hat zu dem Effekt, wenn ich dann natürlich Rampenspringen gehe, lande ich meistens mit der Hinterachse als erstes. Und dadurch, dass dann hier schon 12 mm vorgefedert sind, also die Feder vorgespannt ist, sage ich mal, ist die Kraft des Durchschlages vom Chassis auf dem Boden nicht mehr so heftig, wie wenn ihr natürlich anders wie vorne nur die halbe Spannung nachher habt. Ja? Und dadurch, dass der Sledge auch die Elektronik, ich sage jetzt mal im Verhältnis, der Schwerpunkt weiter hinten sitzt, werdet ihr übers Rampenspringen immer erstmal mit der Hinterachse aufkommen und dann mit der Vorderachse. Insofern der Sprung gelingt. Es gibt auch mal Sprünge, die gelingen nicht. Da lande ich halt mal so. So. Oder fahre dann eben in so eine Bande rein. Für mich war das Sprungsetup dahingehend schwierig, weil ich dann einfach durch die Keilform vom Fahrzeug bei den Kurvenfahrten immer überrollt bin, ja? Was natürlich das Ganze dann einfach auch ein bisschen schwieriger macht. Und ich muss euch wirklich sagen, die Spacer vom Jonas, die sind da wirklich, 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 wirklich geil. So, warum? Ich sag's euch. Und zwar, wie gesagt, wir haben einmal die 12 mm, die den kompletten Gewindegang gehen und dann haben wir die 8 mm, oder vielleicht waren es auch da 16 mm, Entschuldigung, ne? 12 oder 16, irgendwas von beiden, jetzt muss ich es nachmessen. Mann. Der ganze Burenkarnevalszug. Ich habe es extra vorher noch gemacht und jetzt habe ich es wieder vergessen. Also es waren 16 mm, so rum ging es, weil es war nämlich halb, die Hälfte von vorne. 16 mm vorne, 8 mm hinten. Und wie gesagt, vorher gedreht, Keilform,
gut zum Springen, Hinterachslandung, tippitoppi. Wollt ihr damit aber ballern, wollt ihr damit aber driften, wird es ein bisschen schwierig, weil ihr ja mit der Hinterachse ein bisschen höher steht wie mit der Vorderachse. Das heißt, in dem Moment gehe ich her und habe jetzt die Spacer gedreht. Ja, das heißt, für euch, wer jetzt dann Bock hat, auch auf ein Shortcourse-ähnliches Setup, womit man dann auch schön in den Powerslide gehen kann, einen schönen Drift hinlegen kann, ohne dass der dann auch kippt und auch in den Kurven nicht mehr so über die Nase geht, dann würdet ihr jetzt beispielsweise die Spacer vom Jonas nehmen, so wie ich, und würdet sie tauschen. Vorne die 16er rein, hinten die 8er rein. Das führt dazu, dass ich dann hinten roundabout eine Bodenfreiheit von 3,5 bis 4 cm zum Diff habe, während ich vorne auf 4 bis 4,5 cm zum Diff schaue. Und wenn ich dann beispielsweise auch die flachen und langen Sprünge mit dem Fahrzeug mache, lande ich idealerweise auf allen Vieren. Und selbst wenn ich mal hinten komme, ist das nicht so heftig, wie wenn ich jetzt zum Beispiel wie in Hemelsee über To the Moon gehe. Ja? Und To the Moon, da wäre auf jeden Fall das Hinterachs-Setup zu verstärken, jetzt wie anders hier beim Fahren, wo wir es dann vorne haben. Das führt dazu, dass mein Fahrzeug dort in eine leichte, ne, der ist vorne leicht hoch, hinten leicht unten und der packt sich da richtig schön in die Kurve rein, so wie ihr das jetzt auch gesehen habt. Was aber dann wieder dort als kleiner bitterer Beigeschmack mitkommt, heißt, wenn ihr dann wieder mit dem Fahrzeug Richtung Speed geht, und das habe ich nämlich auch getestet, ab 80 km/h, dadurch, dass der vorne höher liegt, geht er dann einfach mal in den Fallschirmmodus. Und das, Freunde, ist gefährlich. Also deswegen, ihr müsst tatsächlich bei Max Slash sehr, sehr viel Setup machen für den Anwendungsbereich, wo ihr dann nachher zum Fahren hingeht. Ja? Geht ihr heute Rampenspringen, muss, sage ich mal, mindestens die Stellschraube komplett runtergeknallt werden, hinten, vorne auf die Hälfte, ja, ohne die JS-Parts. Geht ihr dann einfach nur zum Ballern mit Freunden auf dem Parkplatz, mit Pylonen, keine Sprünge, es geht einfach nur um ein paar Runden, Crazy Race, dann würde ich euch empfehlen, vorne ganz runterknallen, hinten bloß auf die Hälfte. Dann kommt ihr wieder in diese leichte, Keilform, wo die Schnauze vorne oben ist und ihr könnt wirklich eure Konkurrenz schön davonfahren. Plus, dass der Max Slash dann auch in der Fahrt das Fahrbild rüberbringt, was so ein Trophy Truck einfach haben soll. So, und deswegen für mich heute für euch der erste und elementarste und beste Tipp zum Max Slash, ohne dass ihr Geld in die Hand nehmen müsst, kümmert euch um euer Dämpfer-Setup dementsprechend für eure Fahrweise. Ja, liebe Freunde, und da sind wir dann auch schon fast wieder am Ende vom Video angekommen. Also wie gesagt, Max Slash, ein paar neue Erkenntnisse und ich war jetzt wie gesagt ein paar Tage raus, habe mir aber nichtsdestotrotz natürlich das Hobby nicht nehmen lassen und habe dort jetzt mal ein bisschen rumgetüftelt und musste wirklich feststellen, wenn man dann dementsprechend das Fahrzeug so ein bisschen aufbaut und Freunde, ich erfinde das Rad da gerade nicht neu. Ja, also im Endeffekt, ich kenne es von den Bashern. Jeden Truckie, den ich bisher besessen habe, der einfach auf so To the Moon Rampen geht, den habe ich ja hinten auch eigentlich stärker immer stärker aufgebaut vom Dämpfer-Setup, wie jetzt beispielsweise, wenn ich dann mit einem Shortcourse zum Fahren gehe. Ist tatsächlich so. Ich persönlich hätte gerne gesehen, dass Traxxas dort vielleicht mit der Anlenkung eine andere Situation gehabt hätte, wie das, dass es so offen ist, wo dann Steine reinkommen können. Und ich hätte es auch ganz toll gefunden, hätte Traxxas vielleicht 10 mm längere Federn eingebaut, weil ich weiß, die gibt es im Markt. Und das könnt ihr natürlich auch machen. Ihr könnt auch hergehen und sagen, okay, nee, ich mag jetzt nicht wie der Willi da mit dem Spacer arbeiten und das mit dem Stellring ist mir eigentlich auch zu doof, weil eins ist auch klar, wenn ich den ganz runterknall und ich gehe raus und ich mache hoppel, 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 das sind ja einfach nur Kunststoffringe, die werden sich durch die Vibration mit der Zeit wieder nach oben drehen. Das heißt, ihr werdet euch nach 2, 3, 5 Akkus vielleicht das Setup leicht versteppen, ja. Und ja, dann läuft er vielleicht nicht mehr so, wie er sollte und dann wundert man sich und hat vielleicht das gar nicht so im Hinterkopf. Aber deswegen sage ich ja, ich würde jetzt euch empfehlen, dort die Spacer vom Jonas vielleicht anzuschaffen. Dann könnt ihr die, wie gesagt, immer je nach Anwendungsbereich tauschen. Kauft euch vielleicht gleich 2 Sets, dann könnt ihr da ein bisschen variieren. Man kann dann auch mal 16er vorne und hinten reinmachen. Man kann auch mal 8er vorne und einfach mal ein bisschen rumspielen. Ja, das ist, sage ich mal, eine relativ kostengünstige Variante. Wer einen 3D-Drucker daheim hat, kann sich sowas natürlich auch selber machen. Ein Spacer, einen kreisrund gedruckten Ring, der halt einfach eng auf den Dämpfer drauf geht, übers Gewinde drüber geht und dann im Prinzip wieder die Feder abstützt. Ich empfehle euch das, wenn ihr das tun wollt, tatsächlich auch aus TPU zu tun, weil ich habe das schon mal mit PLA versucht und das geht einfach in die Hose. Vor allem, je größer das Fahrzeug, je mehr Gewicht wir da haben, desto mehr wird das Material belastet. So, ansonsten, Freunde, ihr habt es vielleicht gesehen, es ist etwas mehr Licht hier in diese heilige Hallen eingezogen. Ja, ich habe ein bisschen getüftelt, ich habe wieder ein bisschen in meinem Keller rumgemacht, ich habe mal wieder ein paar Dinge optimiert und ich meine, ich höre euch ja zu, aber ich ignoriere euch auch relativ häufig, deswegen kommt es dann immer ein bisschen verzögert. Und nein, also ich höre schon zu und jetzt habe ich mir halt einfach auch mal in den Ferien so ein bisschen
Hatte ich auch eine Muse dafür. Ich habe mich rausgenommen aus dem ganzen YouTube-Thema und hatte dann auch eine Muse dafür, jetzt hier wieder meine Werkstatt etwas aufzuhübschen. Wir haben jetzt hier einen schönen Regenbogen-LED vorne dran, der dann mich in vielen tollen Farben erscheinen lassen kann, wenn ihr das denn möchtet. Ihr müsst es nur sagen. Schaut, ich mache mal Licht aus. Zack. Wow, alles einzeln schaltbar mit Fernbedienung. Wow, schaut mal, ich bin blau. Wow. Toll. Aber es ist da, es ist da. So, alles separat zuschaltbar. Das heißt, ich kann das auch gezielt einsetzen und dann wieder von rechts. Und ja, Freunde, das sind einfach auch mal so Dinge, die muss man tun. Plus, dass man sich da mal ans Fahrzeug hinsetzt und mal wieder dieses Hirnschmalz einsetzt und mal versucht, wieder über das Setup etwas Performance rauszuziehen. Und ansonsten, der Max Slash, dort eine sehr, sehr coole Waffe im Gelände. Weil, Freunde, ich sag's euch, wenn ihr den auf 6S feuert und der ballert da mal kurz mit 96 übers Offroad-Gelände. Ja. Natürlich gibt es auch Wettbewerbsfahrzeuge, die dem da vielleicht etwas vormachen, davonfahren oder wie auch immer. Aber Freunde, ihr müsst leider immer mal wieder in der Brille gucken, die Traxxas hat. Traxxas hat an der Stelle noch nie einen großen Short Course released. Bisher war der kleine 1:10er Slash in 2 und 4WD für uns verfügbar und ansonsten gab es keine Alternative. Deswegen finde ich es immer ein bisschen schade, dass wir etwas, das neu erschienen ist, mit etwas vergleichen, das es schon seit vielleicht 5 Jahren gibt. Oder wenn ich dann auch manchmal so diese Vergleiche mit dem UDR, der ja per se erstmal ein scaliger Trophy Truck ist, so als solche. Ne, Moment, was haben wir da? Short Course? Ne, das ist ein Trophy Truck. Ist nicht vergleichbar. Das hier ist einfach nur, ne, ich habe, sage ich mal, von unseren Mitbewerbern, beispielsweise Mojave 4S, Mojave 6S, ja, der hat aber das Ganze in Metall unten zum Beispiel mit dran, da sind wir jetzt hier bei Traxxas mit der Plastikwanne halt gewichtsmäßig auf einem ganz anderen Level unterwegs. Das macht sich wahrscheinlich auch dann bemerkbar, wenn wir mit dem Fahrzeug zum Springen gehen, aktiv. Es soll ja Menschen geben, die wollen das. Ich weiß, es gibt Menschen, die verstehen es nicht, aber es gibt auch Menschen, die verstehen es und die wollen das, ja. Und wahrscheinlich sind diese Menschen mit einer Plastikwanne für 50 Euro besser aufgehoben oder ausgestattet, wie wenn ich dann natürlich bei, beispielsweise, es soll wirklich nur ein Beispiel sein, nichts gegen die Mojave-Fahrer, euer Auto ist toll, ich habe es schon mal gesagt, ich hätte gern auch nochmal ein Mojave, aber nicht zum Springen. Und wenn man das mit einem Mojave macht, dann ist man erst mal 100 Euro für eine Chassisplatte los, die normal ist, und ihr könnt dann natürlich auch das ganze Tuning-Gelumpe einbauen. Ich glaube, M2C, was ich da gesehen habe, 180 Euro, 200 Euro für eine Chassisplatte, die dann auch wieder sehr, sehr viel Gewicht mit sich bringt. Ihr wisst schon, auf was ich gerade hinaus will. Also es soll jetzt nicht der Besser-Schlechter-Vergleich werden, sondern nochmal, Traxxas hat hier ein Fahrzeug in den Markt gebracht, in einer Kategorie, in der sie bisher nur im 1:10er-Segment stattgefunden haben. Und Freunde, was wollen wir denn? Sie wollen halt auch mal mitspielen bei den großen Jungs. Also lassen wir sie mitspielen bei den großen Jungs. Und dann machen wir das, was wir schon immer getan haben. Wir sind nämlich Modellbauer, wir sind Fahrzeugoptimierer. Wir optimieren Fahrzeuge, der eine mehr, der andere weniger. Ich an der Stelle habe jetzt für euch, wie gesagt, das Dämpfer-Setup mal so ein bisschen angekratzt, weil mich das natürlich selber auch ein bisschen gestört hat. Hinsichtlich Akkus, gut, habe ich jetzt kein Problem. Ich fahre Softcase-Akkus, beispielsweise die Erhöhung vom Jonas, da habe ich jetzt noch ein bisschen was nachgepolstert, damit das funktioniert, weil der Flex-Halter zum Akkufach auf jeden Fall toll ist. Und was ich euch auch berichten kann, wenn es einfach nochmal um ein kleines Review zu den Teilen auch vom Jonas geht, gerade diese Mudguards. Also ihr könnt wirklich auf alles verzichten und ihr könnt 3D-gedruckte Teile richtig scheiße finden. Aber zwei Sachen müsst ihr euch bestellen. Das sind einmal diese Chassis-Guards, rechts und links. Und dann gibt es ja hinten noch die Mudguards. Und Freunde, ich sag's euch, die bringen tatsächlich was. Die halten nämlich den ganzen Dreck draußen. Und nichtsdestotrotz haben wir es trotzdem geschafft, dort noch so viel Kies rein zum Schaufeln, dass eigentlich das ganze Chassis bedeckt war. Und ja, die bringen es aber trotzdem, weil, ne, anders haben wir dann wirklich einen riesen Klotz drin. Und ja, ich empfehle euch dann, das auch mit Artfolie zu machen, also sprich mit diesem Klebe- und Gewebeband-Thema. Also ja, guckt da mal rein, und zwar habe ich dort in dem Lackiertutorial zum Traxxas Slash gezeigt, wie das reingeht. Sledge, der Truggy, der Slimer. Dort haben wir es auch reingemacht und ja, super easy, geht relativ schnell, deswegen habe ich es jetzt auch gleich wieder gemacht. Habe mir auch gleich ein neues Pack gegönnt, weil der Kleber, ja, also ich habe ihn jetzt zwar noch nicht lang, aber ist nicht mehr so viel drin. Ich würde jetzt mal vermuten, so rein von meiner Fühlmenge her, da würde ich mit Sicherheit noch eine Max Slash Caro, vielleicht noch eine 1:10er rauskriegen, aber dann ist Feierabend. Gott sei Dank, gibt es schon wieder Nachschub. Also deswegen, das wird jetzt tatsächlich so bei meinen Basher Caros immer öfters passieren. Max Slash Setup kann ich euch nur empfehlen, Dämpfer Setup zu machen. Wie gesagt, Funke überlasse ich euch. Elektronik kann man drüber streiten.
die RTA-Elektronik ist nicht wirklich toll. Und auch wenn ihr andere YouTube-Videos schon gesehen habt von namhaften großen YouTubern, der hat ja einen ausgepackt, da ist nicht mal ein Akku gefahren und der ESC ist abgeraucht. Aber Freunde, ich frage immer mal so rum, wo ist das noch nicht passiert? Und auf der anderen Seite gibt es ja Fahrzeuge, die halten deswegen trotzdem sehr, sehr lange und machen ihr Ding. Wenn ich jetzt schaue, der VXL 6S-Regler von Traxxas, den fahre ich hinten noch in meinem Traxxas Sledge. Der hat jetzt zum ersten Mal bei Himmelsee Faxen gemacht. Ich glaube, das war aber temperaturbedingt und mir war es ebenfalls zu heiß, deswegen habe ich Nachsicht mit ihm. Es gilt aber jetzt, die nächsten Akkus zu beobachten, ob er dann davon eine Macke abgenommen hat, also ob er eine Macke gekriegt hat, ob er deswegen jetzt weiterhin dumm tut oder ob er sich dann wieder gefangen hat und einfach weiterfährt. Und deswegen sage ich ja, fahrt die Dinge erstmal tot. Ja, ihr könnt mit dem nämlich 6S fahren, der macht da sehr, sehr viel richtig. Wer da auch mit solchen Geschwindigkeiten nicht ganz konform ist, behaltet euch auch auf jeden Fall noch die RTR-Funke bei mit dem Traxxas Stabilität Management, also das auch von mir so ein bisschen als Tipp, um euch ein bisschen da einzugrooven. Und wer natürlich das Stabilitätsmanagement rausnimmt und dann mit einer alternativen Funke fährt, Freunde, Halbgas. Es ist wirklich krass, wie sich das Fahrzeug ohne das TSM nachher fährt. Auch wenn wir die Reifen betrachten, wenn ihr das Profil anguckt, wir haben jetzt da nicht so ein Gripper-Profil, das wo jetzt so voll reinbeißt in Offroad, sondern es ist relativ glatt gehalten. Wir können da auf der Straße schöne Drifts damit machen, im Offroad-Gelände damit fahren, das passt alles. Aber wenn ein bisschen Feuchtigkeit im Spiel ist oder wie gesagt die Steine zu grob sind, beziehungsweise zu etwas größer sind, da schwimmt ihr. Ja? Und dann kann es natürlich wie bei mir passieren, dass ihr dann crasht. Ja, ist einfach so. Entschuldigung, ich hatte jetzt Urlaub. Ich habe meine hochdeutsche Sprache auf die Seite gelegt. Nein, Freunde, aber wie gesagt, ich will euch jetzt auch da gar nicht so lang zutexten. Es war jetzt mal wieder an der Zeit, ein bisschen RC-Talk über das coole neue Traxxas Max Slash Dingens zu haben. Und es gab ja ein bisschen was ich jetzt mit euch teilen konnte, was dem einen oder anderen beim Kauf dieses Fahrzeugs hilft. Weiterhilft oder einem Erstbesitzer ebenfalls weiterhilft, und dafür haben wir es heute gemacht. Ansonsten, Werkstatt-Update braucht es, glaube ich, nichts Großes. Wir werden jetzt demnächst mal wieder ein paar Neuheiten auf dem Kanal angucken, weil das haben wir ebenfalls schon lange nicht mehr gemacht. Ist zwar genug rausgekommen in der Zwischenzeit, aber hat er keine Lust? Nein, Freunde, es ist manchmal einfach ein bisschen viel. Wir hatten ja auch bis Himmelsee wirklich eine richtige Content-Flut hier auf dem Kanal. Ich freue mich auch immer wieder über euer Feedback. Schreibt es weiter in die Kommentare, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und habt Spaß mit euren CS. Das sparen wir uns heute dann zum Abschluss, weil ich habe es gerade eben schon rausgeknallt. Und ja, das musste jetzt einfach mal sein. Auch mal ein bisschen weg, auch mal ein bisschen raus. Ihr seht es, mir geht's gut. Ich habe mal wieder ein Lächeln im Gesicht. Ich habe nicht so einen Stress, wo wohlgemerkt auch der Urlaub mit der Familie sehr, sehr schön ist. Und ja, Freunde, jetzt legen wir wieder los. Kommt wieder ein bisschen mehr und wir haben Spaß mit unseren C-Fahrzeugen. Deswegen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.